Hallo und willkommen zurück zu Black and White 2. In der letzten Folge haben wir uns überlegt, dass wir uns jetzt um die Kreatur kümmern. Richtig, und in der letzten Folge haben wir einen Fall von wohl doch nicht so unbefleckter Empfängnis gelöst. Sieh mal, wie groß das Feld wird. Schön. Das hier ist wieder am Wachsen und die Kamera... Und die Kreatur schläft immer noch. Dann holen wir die doch mal raus. Hey, unsere Kreatur wacht auf! Er hat Angst. Er will nicht aus seinem Gehege. Mit der Leine kriegen wir ihn sicher raus. Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur, um die Leine zu nehmen. Ihr solltet den Kleinen für ein paar Minuten aus dem Gehege lassen. Klickt mit der Aktionstaste auf den Boden, um ihn aus dem Gehege zu führen. Hervorragend! Habt ihr euren kleinen Liebling erstmal an der Leine, könnt ihr ihm Befehle erteilen. Das Biest macht alles, was du sagst. Naja, außer er entscheidet sich auf halber Strecke um. Per Doppelklick lässt ihn noch schneller laufen. Sehr gut. So bringt ihr die Kreatur dazu, sich zu bewegen. Ist euer nicht kleiner Liebling hat Hunger. Füttern wir ihn. Der Arme. Ist der Getreide? Probieren wir es aus. Für die Wissenschaft. Klicke mit der Leine in der Hand auf das Feld. Außerdem können Kanide sowieso alles Mögliche verdauen. Es ist ein göttlicher Kanide, der auf einmal nur Getreide isst. Warum nicht? Ja. Denke ich auch. Die Menschen ernten alle fleißig. Schon besser. Jetzt ist der größte Hunger gestillt. Klickt ihr mit der Leine in der Hand auf ein Objekt, versucht die Kreatur damit zu interagieren. Doppelklicke mit der Aktionstaste auf diesen Felsen, um die Kreatur daran festzubinden. Sehr gut. Wundervoll. Ich höre das Tributgeräusch. Und die Kreatur nimmt sich einen Menschen. Ihr solltet eurem Liebling jetzt den Unterschied zwischen Gut und Böse erklären. Himmel, er will einen Menschen fressen. Rechtsklick. Ihr müsst ihm zeigen, dass das falsch ist. Quatsch, wenn das Biest Menschen frisst, wird es stärker. Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur und bewegt die Maus mit gedrückter Taste rasch hin und her. Strafe muss sein. Nein, bewegt die Maus schön langsam. Oh nein. Belohne den Kleinen. Okay, genug. Menschen zu fressen ist schon okay. Oh, das ist so grausam. So zieht ihr eine friedliebende Kreatur groß. Komm schon, wir sind doch böse. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren, schüttelt einfach eure Hand. Mehr müsst ihr im Moment nicht wissen. Warum experimentiert ihr nicht mit eurer Kreatur herum? Blüpp, 1000 Tribut dafür, dass du die Kreatur 1, 2, 3 Mal ins Gesicht gewatscht haben, diese... Nein, nein. Nein, nicht schon wieder. Okay, das reicht erstmal. Nein, das tut mir voll leid. Für das Fressen von Dorfbewohnern. Okay. Denk dran, deine Kreatur kann auch fett werden. Zu ja, viel Pasta. Ich möchte nur, dass der... Okay. Sich erholt. Aber wie kann man sich jetzt darum kümmern? Ich bin okay. Achso, sein Gemütszustand. Das ging schnell. Ja, jetzt ist er sehr glücklich. Okay. Und es tat einem auch leid. Ja, aber es ist tatsächlich nicht so günstig, wenn er Dorfbewohner frisst. Das stimmt leider. Okay. Später kann man sogar eine Weide... Oder war das in Battle of the Gods? Ich glaube... Pappsatt. Einverstanden. Okay. Wir können die Leine auch, lassen, erstmal, oder? Oder du kannst ihm sagen, dass er Holz... erkunden an der Leine... wie wär's, wenn du den nicht festbindest, Also so. Lassen wir ihn laufen. Erstmal. Du kannst ihm auch sagen, dass er den Stein anschauen soll. Ist er nicht süß? Ich glaube, dieser Felsen ist... felsenfest. Was macht die Kreatur jetzt? Ich glaube, sie macht erstmal gar nichts. Es sah für einen Moment so aus. Bei Felsen schlafen.
Du kannst ihm auch sagen, dass er im Gehege schlafen soll. Ach so. Das ist doch okay, oder? So oft wie möglich nehmen, Felsen? Nein, nein, nein. Ach, das Spiel ist grausam. Okay, genug davon. Ah. Okay, ich hoffe wirklich, dass man das nicht allzu oft machen muss. Nun, für alles Weitere haben wir das Heilwunder. Wie ihr seht, nicht, aber Götter, Tiere, Erziehung ist grauenhaft. Ja, das Ganze basiert ein wenig auf pädagogisch nicht wertvollen Inhalten. Genau. Aber im Gehege schlafen lässt die Kreatur schneller groß werden. Okay, dann schläft er halt nur noch hier. Da muss man richtig aufpassen und ihr folgen, falls sie wieder irgendeine dumme Idee... Außerdem erholt die Kreatur sich im Gehege schneller aushackt. Von Strapazen wie etwa einem wütenden Gott. Win-win, würde ich sagen. Wollen wir wieder ein bisschen Straße ziehen? Gerne. Und ein Feld bauen? Lass uns den Baum aus der zur Seite tragen. Vielleicht neben das Gehege pflanzen, sodass ein Zierbaum wird. Geht das hier ein Durchgang? Ja. Ja. Okay. Die Leute wollen Freizeit. Auch darum kümmern wir uns, aber nicht jetzt. Wenn ich mich recht entsinne, konnten Kreaturen Bäume als Hanteln verwenden. Ja, das kenne ich sogar noch. Okay. Zeit für eine Straße. Soll Leute ich wollen tatsächlich Getreide Felder. Ernten? Okay, mach das. Dann streichen wir den. Ich glaube, unsere Maus hat eine sehr hohe Abtastrate, weshalb Strafe oder Belohnung eine sehr extreme Wirkung entfaltet. Mhm. Wir streicheln eine halbe Sekunde und... Ja, es ist sehr empfindlich. Ja... Aber er macht ja immerhin gute Dinge, oder? Richtig. Ich muss ein Häufchen... Oh Gott. Soll ich auf den Dorf wohnen? Nein. Nein. Autsch, autsch, autsch. Nicht hinsehen. Okay. Oh mein Gott. Oh, dieser Fleck unterm Auge. Das sieht Nein, nicht gesund gucken. Aus. Okay. Soll ich auf das Feld machen? Das ist das in gut? Ordnung. Lass es einfach. Meine Güte. Okay, die Tiererziehung ist... Das Streicheln ist wunderbar. Die Tiererziehung ist bipolar. Ja. Schade, dass es keinen Slider gibt, auf dem man es gradueller einstellen kann. Das ist... Die Kreatur ist eigentlich ein sehr nützliches Werkzeug, mit dem man viele verschiedene Dinge erledigen kann, auch außerhalb des Einflussbereiches. Aber Zeit des Spiels, also von der Community macht die aus... Macht nicht auf die Dorfbewohner? Oder ist das doch so... Ich weiß es nicht. In jedem Falle, was ich sagen wollte, ist, Kreaturen blieben weiterhin ein ungeliebtes Spielelement in vielen Fällen. Wirklich? Ich fand das eigentlich das Niedlichste hier, aber auch das Anstrengendste. Genau deshalb. So, unser Feld. In meinem Fall habe ich meine Kreatur mit Laissez-faire-Techniken verwaltet. Und Städte gebaut. Okay, ich würde sagen, den Felsen, den können wir nicht wegmachen. Aber die Leute wollen ein Feld. Machen wir es gleich so. Moment. Effizienz 2 reicht völlig. So. Und... So ist doch wunderbar, oder? Für wie viele Menschen? Für 35 Menschen. Okay. Nicht schlecht, oder? Denke. Okay. Außerdem können wir ein Haus platzieren. Die wollen jetzt ein neues Lagerhaus. Okay, vielleicht sollten wir es doch tun. Ans Feld. An das Feld. Ups, dann ersparen wir den Leuten einen großen Weg. Oh. Uiui. So. Mhm. Moment. So. Das benötigt Holz. Wir können auch das Holz aus dem Lagerhaus nehmen. Was macht die Kreatur damit? Die Kreatur ist übrigens sehr nützlich, wenn es darum geht, Dekobäume zu kreieren, weil die Kreatur genau weiß... So. Genau, weil die Kreatur genau weiß, wo ein Baum hinpasst und wir das meistens nicht wissen. Aus dem Baum mache ich Sägespäne? Hey, stopp. Unterhalte ich unsere Dorfbewohner. Das ist wirklich so.
eine halbe Sekunde gestreichelt und der Steinring geht, glaube ich, auch wieder weg. Von wir müssen wirklich mehr auf die Kreatur achten jetzt im Moment. Ja, aber auch nur in diesem Level. Nein. Was macht er? Bäume? Nein. 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 Nein, tut mir leid. Okay, das okay. War. Oh mein Gott. Vor allen Dingen... Diese grausame Folge. Manche dieser Sachen sind, warum sollte die Kreatur einen Baum angreifen? Ist es falsch, wenn ich Bäume fresse? Ja. Bäume essen. Meinst du, die macht das aus Erfahrung dann? Ohne dass wir die hauen? Ach Gott. Sie hat den Baum gefressen? Aber das ist Zellulose. Ich glaube, keine Ahnung. Okay, die Dorfbewohner wollen noch ein Feld. Immer noch? Ja. Für mich sieht das allerdings aus wie eine Villa. Hat sich das geändert? Zu steil. Okay, dann bauen wir hier hin und folgen da. Wir können auch eine Serpentine machen. Geht das? Ja, klar. Sollen wir trotzdem hier hin? Ja. Und hier ein Feld hinbauen oder ist es zu eckig? Was meinst du? Hier ein Feld? Ich glaube, da kannst du eine Villa hinbauen. Oder wollen die... Puh, wir können das ja offen lassen für die Felder. Und uns hier auf die Villen konzentrieren, oder? Was hältst du da? Okay. Nur wohin? Da zum Typen mit der Tochter. Nicht so hier? Ein bisschen verlängern? Okay. So... Hier ist weit genug weg, oder? Nein. Mist. Okay. In Gedenken an alle Bäume, die versehentlich während dieses Let's Plays abgeerntet wurden. Ich weiß. Ins andere Lager. Das hat's nötiger. Okay, was hat die Kreatur so im Sinn? Ich glaube, sie ist damit beschäftigt, Holz zu ernten. Kann man nicht einstellen, dass die Dekoration in Ruhe lässt? Hey, was hast du vor? Moment. Ich glaube, sie pflanzt den Baum. Hey! Nirgendwohin. Der Baum fliegt. Merkwürdig, oder? Ja. Wie spielt die denn mit Menschen? Kreisch. Ach so, die hat den angelutscht. Okay, solange der Mensch nicht gefressen wird, ist er eigentlich oder den okay, Mensch oder? Wirft. Hallo. Dorfbewohner zum Training ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Aber Bäume zum Training, wenn wir es schaffen. Ah, es tut mir so leid. Okay. Ich finde doch seltsam, dass bei unseren Verboten nehmen wir einen Baum. Die sind da. Ach, hier. So. Doch, du kannst den Baum nehmen. Nein? Ist das zu schwer? Vielleicht. Dann... Gerade konnte der doch auch einen Riesenbaum aus dem Boden ziehen. Ja... Dann nehmen wir halt den. Okay. An den Baum. Okay. Bitte was? Wie hole ich mir die Leine wieder? Indem du L drückst. Okay. Okay. Jetzt müssten wir auf den richtigen Impuls warten. Trainiere. Okay. Moment nochmal. Nein, nein. Das reicht schon. Das hat geklappt. Nein, nein, nein. Nein, okay. diese Hand ist so behindert. Es tut mir leid. Soll ich dir sagen, was behindert ist? Die Mausempfindlichkeit. Okay. Zum Gewichteheben. Okay, oh das hätten Gott. Wir.
Ganz schnell weg. Beim nächsten Mal schmeißen wir am liebsten gleich das Heilwund und hinterher. Da ist eine Schriftrolle. Kümmern wir uns jetzt nicht mehr erst... Okay, um... die Kreatur macht jetzt immer schön auf die Felder. Freier Wille, Alleinunterhalter... Einfach freier Wille. Die Kreatur macht schon genug Unsinn, da muss man sie nicht noch zu anderem Unsinn anregen. Was für ein Sonnenuntergang. Ja, es geht nichts über einen Feuerball. Gleich noch einmal. Klickt mit der Aktionstaste auf den Himmel, um in den Sonnenuhrmodus zu wechseln. Wenn ihr die Aktionstaste loslasst, bewegt sich die Sonne. Ah, Macht über die Sonne. Aber große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Zeig uns, wie es läuft, Boss. Wir haben jetzt Nacht und wir machen... Sonnenuntergang. Ein bisschen länger. Cool, Dunkelheit. Ich war schon immer ein Nachtmensch. Aber ohne Sonne gibt es kein Leben. Lass die Sonne aufgehen. Und Zeit für einen Sonnenaufgang. Nein, das ist Mittag. So, die wollen... Okay, gemacht. Moment. Das reicht schon. 2000 Tribut. Wo steht die Uhr jetzt? Da? Das ist Mitternacht. Beziehungsweise kurz danach. Es ist Mittag. Wir lassen die Uhr einfach in Ruhe. Und hätte es einen Multiplayer-Modus gegeben, hätte es wahrscheinlich Sonnenuhr-Duelle gegeben. Warum wirft er denn Sachen? Kann er mal aufhören, Sachen zu werfen? Was wollte er denn werfen? Ich weiß nicht, was der geworfen hat. Er hat doch irgendwie irgendwas gegessen. Was wirkt er denn da? Oh Gott. Erz? Der hat Erz gegessen. Oh, das ist eine schlechte Idee. Das Erz ist wieder draußen. Rette das Erz. Die Leute brauchen Nahrung, hast du gehört? Das ist doch ein guter Irgendwie Moment. Irgendwie habe ich nicht den Eindruck... Ja, du kannst hier ein Feld besetzen. Vielleicht fehlen uns einfach die Bauern. Ich glaube eher das. Denn wie du siehst, sind diese Felder voll. Das, so. Was fehlt, sind hier die Bauern. Leute, ihr wolltet doch Bekehrter schon immer Bauer. Mal Bauer werden. Bekehrter Na, wenn die das Bauer. Nicht selbst machen, dann muss man die halt dazu bringen. So, jetzt haben wir Bauern. Ich glaube, das reicht, oder? Ein Bauern. Und zieh die Nahrung vom Feld. Obwohl, das machen die Menschen schon selber. So, das haben die doch nichts mehr zum Tun. Okay, die wollen jetzt wieder Häuser? Klar doch. Denn wir haben... 162 von 167. Wir sind kurz davor, voll zu sein. Hier wollen die nicht wohnen. Aber wir haben ja hier noch ein bisschen Platz. Hm? Wie du siehst, weit außen sind die Leute schon glücklich. Weil sie genug Land haben und vielleicht im Wald spazieren gehen können. Ja. Wer ist das denn nicht, ne? Okay. Wir müssen immer noch an die Rette Kreatur Baum denken. Da. Der da liegt, so hilflos. Oh. Bestimmt die Kreatur. Okay, das und könnten wir hier... Und wenn man einen hier... Baum rettet, bekommt man irgendwie 0,000 einen guten Gesinnungspunkt. Sollen wir das hier hinbauen? Okay. Okay. Ein Denkt paar dran, immer schön Straßen. Einen Korridor für die Kreatur freilassen. Den hier zum Beispiel? Ja. Okay. Ein paar Deshalb mehr Gebäude. Deshalb kann man eigentlich auch wunderbar Felder am Kreaturengehege anlegen. Hier? Nein, etwas weiter weg. Hier ist gut, oder? Ja. Hey, was machst du da? Er verwendet den Baum als... Nein. Okay. Ah, oh, ist das grausam. So? Okay. Schnell weg. Bäume essen ist eine schlechte Idee. Diese super schlechte Erziehung Geschlagen hier. Wird das Ganze eigentlich nur noch davon, Erz zu essen. Nein. Ich... Was Wieso kommen denn diese dummen Ideen? Richtig, von Felsen bekommt man eigentlich... So. Nun. Ach, furchtbar. Genau deshalb ist das ein ungeliebter Teil des Spiels. Ja. Das finde ich natürlich auch nicht so toll. Aber... Ganz ehrlich, wenn die Peter das sehen würde, dann würde die bestimmt einen ja, Anfall kriegen. Diese Folge ist, glaube ich, etwas, womit man... Könnte beim Bauen helfen?
Ach, wieso nicht? Das ist nicht schlecht, oder? Okay. Dann macht er halt gute Sachen. Ich weiß gar nicht, wo man sehen kann, wie hier unten, oder? Ja. Eine neutrale Gesinnung ist natürlich auch nicht schlecht. Das sieht hier auch sehr niedlich aus. Aber ich wäre jetzt dafür, dass wir mal so langsam was Nettes bauen. Gerne. Wie wär's mit Landhäusern? Wie wär's mit dem Altenheim? Erstens Landhäuser. Okay. Und jetzt haben wir noch genug Geld. Altersheim? Du möchtest wirklich mit einem Altersheim anfangen? Haben wir Sägewerk. Können wir irgendwie scrollen? Bevölkerung Kinder wenig, Bevölkerung Erwachsene. Du hast recht, wir haben sehr viele Erwachsene. Denn die Kinderkrippe ist meist nicht das Problem. Und die Werkstatt benötigt man, um Katapulte auszuheben. Du hast mich überzeugt. Ansonsten... Es gibt nicht genug Tribut für alles. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, eine gewisse Datei so zu editieren, dass wir genügend Tribut für alles haben. Ein Altersheim an den Tempel oder ein Altersheim hier hinten irgendwo hin? Alte Leute können nicht viel laufen, oder sind nicht sehr weit, also doch, aber man muss sie schonen, oder? Ich glaube, das macht kaum einen Unterschied. In Black and White können Menschen im Allgemeinen sehr gut laufen. Wollen wir das hier hinbauen? Ja. Es hat keinen Effekt auf den, Status dieser Leute. Und ein Altersheim benötigt Holz und ein wenig Erz. Hm. Du hast, Leute beeindruckt. Sieh mal, was für einen Berg Erz wir da haben. Und vor dem Erz haben wir einen kleinen Haufen Erz. Können wir den aufnehmen und ins andere Lager packen? Ich meinte den Haufen da. Genau, diesen Haufen. Ganz schön viel Erz. So, dann werfen wir den doch mal da rein. Sieht nicht schlecht aus. Ich möchte gern mal ein Landhaus bauen, was meinst du? Alles klar, da ist es. Das sieht doch... Da sah es gar nicht so schlecht aus, oder? Ja. Yep. Landhäuser machen die Leute sehr glücklich, benötigen allerdings etwas Erz. Und wir wissen, es gibt in einem Level auf einer Karte nur begrenzt viel davon. Moment, wir können den Baum ja noch benutzen. So. Na komm, Baum. Nein. Haben wir jetzt schon alle Städte des Landes? Nein. Das wäre ein bisschen früh, oder? Das wäre früh. Okay, die brauchen wirklich Erz. Ach, das schaffen die Menschen schon. Du hast recht, den letzten Rest schaffen die jetzt auch noch. Oh, wir sind nicht sehr weit gekommen, weil wir über die Kreatur ein bisschen... Richtig. Dies ist die Folge, die Peter zum Weinen bringt. Was machst du denn immer mit den Bäumen? Trainier damit und pflanz sie wieder. Nein, werf die doch nicht. Aber ich fürchte... So, Holz sammeln? Nein. Nein. Oh nein, das tut mir leid. Schaut nicht hin. Okay, so. Ja, weil das hilft nicht weiter, denn dann pflanzt er uns nur die Bäume alle raus. Ich weiß. Oder wirft die durch die Gegend. So. Okay. Das wäre geschafft. Nun, Getreide kann er ruhig essen. Ja, klar. Wir produzieren ohnehin einen leichten Überschuss. Lass das einfach, Nein. Okay? Einfach in Ruhe lassen, einfach... Aber ich hab das jetzt irgendwie verhauen. So. Einfach lassen, oh, okay? Ja, manchmal ist laissez-faire vielleicht doch nicht so schlimm. Besonders, wenn man die Kreatur nur durch Schläge dazu bringt, irgendwas zu tun. Okay, ein paar Erzklumpen zerkleinern, nein. Oh Mann. Das macht keinen Sinn, Erzklumpen anzugreifen. Aber wenn er mit den Erzklumpen trainiert, dann kann man damit sehr effektiv seine Kreatur aufpumpen. Wo ist denn ein Klumpen? Da vorne. Hier. Nimm. Nein, nicht das hier. Den Erzklumpen? Nimm. Ach je, oh je, das tut mir echt leid, das ist grauenhaft. Ich hoffe... Was? Dann brauchen wir einen kleineren Erzfelsen? Ah.
Oh ja, die Fallphysik ist etwas Einzigartiges hier im nicht Spiel. Wir trainiere. Richtig. Was sofort Trainingserfolge zeigt, denn Erzklumpen haben in diesem Spiel eine sehr, sehr hohe Masse. Und die Kreatur wurde etwas größer. Erzklumpentraining ist die beste Art Training. Gelegentlich, ja, streicheln. Ja, ich muss erstmal da hinkommen. Moment. Oh ne. Okay. Okay. Gut, das wäre geschafft. Wie wär's, wenn den... Ah nein, das geht nicht. Nein, die Mausempfindlichkeit ist eigentlich gut, so, weil sonst hängt das immer. Das Altersheim ist tatsächlich fertig. Und es ist noch keiner... Minus 16. Wieso das? Pflanz ein paar Bäume. Und? Ah, schon besser. So, die Kreatur macht jetzt immer schön auf die Felder. Genau, das düngt die Felder. Und die Leute bedürfen Schlaf. Apropos, was macht sie da? Sie kann sich nicht entscheiden, was sie tun möchte? Ja. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Wenn sie einfach nur genügend Null-Aktionen ausführt, dann macht sie nichts kaputt. Doch, sie erntet jetzt das Feld ab, was ja nicht schlecht ist. Kein Problem. Aber irgendwie sieht das auch so aus, als würde uns die Nahrung ein bisschen ausgehen. Ich sehe es. Vielleicht benötigen wir die... Oder die bringen die alle nur hier hin. Das oder wir produzieren einfach nicht genügend davon. Jetzt sollten wir hier auch ein Feld hinbauen. Okay, dann bauen wir eine Straße. Moment, ich möchte gern... So. Einmal hier durch. Jetzt die Straße am besten hier nehmen, oder? Ja. Einmal hier. Okay, die ist jetzt ein bisschen krumm. Macht nichts. Und wir ziehen sie einmal da durch. So. Und knallen hier ein Feld rein. Gibt's denn hier auch mal eine 3? Oder erstmal nicht? Nein, das reicht aber. Kaboom. Apropos, da warten, glaube ich, Leute auf Einlass. Da vorne. Tatsächlich? Da. Ja, genau da. Siehst du sie? Ich sehe sie nicht. Nein, da vorne. Zurück. Oh mein Gott. Ach, da. Da. Herr, ich glaube, die warten schon etwas länger. Ups. Das tut mir leid. Okay, diese Folge war wirklich hart. Wir haben die Kreatur ordentlich durcheinander gebracht. Was macht sie? Und die Leute haben den Baum sofort verwertet. Nicht unsere schönen Bäume. In jedem Falle, in der nächsten Folge kümmern wir uns vielleicht um die verbleibenden Schriftrollen. Genau. Und machen dann eine Pause. Denn die Folge ging ja auch länger als geplant, aber das musste wohl sein, weil die Kreatur grausame Erziehung und auch mal ein paar Streicheleinheiten erfahren durfte. Ja. Hoffentlich ist das auch genug Erziehung gewesen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.